Die besten Packs von FIFA-YouTubern bisher in FIFA 23. Ich will nur einmal ganz kurz festhalten, ich habe 3000 Euro in dem Game und ich habe noch keinen einzigen Spieler gezogen, der über 100.000 Coins wert ist. Aber darum soll es heute nicht gehen. Wir machen kein Auge, wir gönnen jeden, der hier was Geiles gezogen hat. Und ich bin gespannt, wer bisher das größte Packlet von den ganzen YouTubern hatte. Erster Clip. Und wir haben Brewski am Start direkt. Oh, Walkout, Brasilien. Neymar! Und das ist schon krass. Ich sage ehrlich, Brasilien, linker Flügel, Real Madrid, Vinicius Junior wäre schon krass. Wäre schon mehr wert gewesen als jeder Einzelne, den ich gezogen habe. Aber dass dann Paris kommt, dass es dann Neymar ist, das schmeckt richtig. Das bringt ganz viele Coins. Let's go, Alter! Let's go! Das läuft. Let's go! Ha, da ist er doch, der erste Pool. Es sieht so geil aus. Ja. Im Brasilien-Trikot auch noch. Oh, sexy, Junge. Der schmeckt. Zumba Neymar. Oder den muss ich kurz wirken lassen. Den muss ich kurz. Neymar, für dich lege ich auch meine Pizza beiseite. Ich mach ordentlich für dich, okay? Und er hat ihn so weit gemacht. Man sieht schon angeteasert. Ich glaube, der nächste Pull, den wir sehen, wird ein Ronaldo-Pull. Wer hatte den? LOL, ich hab Ronaldo geskippt! LOL, ich hab ihn geskippt! Wieso? Weil ich gebrochen bin! LOL! Schad gar nichts. Schad gar nichts, dass du die Celebration schießt. Auch Broski. Er ist gebrochen. Wegen Packs. Er zieht ja nur Ronaldo, Neymar, alles drum und dran. Kann man denn so sein? LOL! Und ich skipp ihn! Zurecht. Also da muss ich wirklich. Und ich skipp ihn! Krass. So. Oh, Hero! 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 Italien! Stürmer! Wer ist das? Die Natale! Oh mein Gott! Die Animation von den Heroes sieht so geisteskrank aus. Ein Hero zieht, ein Icon zieht in dem FIFA. Das sieht so geil aus wie seit Jahren nicht mehr. Diese ganzen Farben hier überall, so voll. Die Natale Hero! Bei Gott sogar die Natale Hero! So was fresh. Was passiert hier? Wie krank sieht das aus? Oh, er sagt es auch, wie krank sieht das aus? Das ist einfach so. Die Natale, Digga! Kommt! Und der kostet auch 700k oder so. Guck mal, Web Pack. Einfach im Web Pack. In diesen Packs, die man am Anfang geschenkt bekommt, weil man das letzte FIFA gezockt hat, da eine Icon drin. Geht gar nicht eigentlich, krank. Warte mal, das ist doch gar nicht passiert. Das ist gar nicht passiert. Bobby Moore. Maul. Ich sag euch ehrlich, in der Phase von FIFA ist egal, was man für eine Icon zieht. Jede Icon ist einfach Weltklasse, die man packert. Ey, halt die Fresse! Aus dem Vorschau-Pack! Vorschau-Pack war das. What the fuck? Ich weiß noch nicht ganz genau, wie man einen Walkout erkennt. Okay, was geht bei Casey? Sowas, ne? Er weiß noch nicht, wie man einen Walkout erkennt. Cristiano? Oh! Oh, Cristiano Ronaldo! Hä, hey, warte mal, Walkouts erkennt man auch daran, dass die Kamera nach links geht. Bei Ronaldo geht die Kamera nach rechts, Kamera nach rechts. Also anhand der Animation hätte ich gesagt, es ist nicht mal ein Walkout, es ist einfach Ronaldo. Kann es sein, dass es bei Ronaldo verbuggt ist und Brewski hat ihn auch geskippt, weil das bei Ronaldo falsch angezeigt wird mit der Walkout-Animation? Fuck! Oh! Oh! What the fuck? Oh, was ist das? Krank, ey, krank. Das kenn Hero. Ich nicht. Rudi Völler, da ist er. Das hatte ich auch auf meiner Startseite gesehen. Oh mein Gott, Völler! Was? 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 Rudi Völler? Es gibt nur einen, Mann. Es gibt nur einen. Und den hätte ich gezogen. Hä? Wie teuer ist Rudi Völler, Chat? Wie geil sieht der aus? Also inzwischen liegt Rudi Völler bei 850.000 oder so. Ich glaube 300.000 oder so. So eine Legende. Ey Leute, wir haben jetzt Völler gezogen am ersten Tag. Aber ich sitze hier seit 10,5 Stunden. Und habe 2000 Euro ausgegeben. Ja, ist natürlich auch viel Geld. Hey, warte, das ist wieder Ronaldo. Es ist wieder Ronaldo. Ich schwöre, die Animation von Ronaldo ist wrong. Bei jedem Walkout, der kommt, geht die Kamera nach links. Bei Ronaldo geht sie nach rechts, wie bei den schlechten Spielern, die man sieht. Achte drauf. Deswegen wusste ich auch direkt, dass das ein Ronaldo-Pack ist. Weil die Kamera nach rechts geht, das macht gar keinen Sinn. Deswegen skippt euch auch viele in Ronaldo. Ja. Einfach Finger gebrochen bei Brewski, als er so ging auch nicht. Deswegen läuft er auch nicht raus, der zählt irgendwie nicht als Walkout anscheinend. Hä? The fuck? What the fuck? Ich will auch einen guten Mann ziehen. Manu.
Vielleicht heute zum Monster Watch heute Abend, wer weiß. Vielleicht krieg ich doch Glück. Ich muss ehrlich die Hand nehmen. Du weißt, wie das Bild von der Mine. Guck mal. Wieder Ronaldo, was? Ja. Nee, hä? Ja! Also ich sag mal ganz kurz, die Methode, wie man angeblich Walkouts erkennt, die funktioniert ja gar nicht, hä? Hey? Bitte hilf. Ich kann auch nicht das alle! Ihr scheiß Hater-Schweine, Alter! Ihr scheiß Hater-Schweine! Jeder von euch ist ein Hater-Schwein! Ich kann im Bade sitzen! Digga, aber wie krass ist das? Einfach ich gestern Ronaldo Neymar, ihr jetzt auch. Nude Hero! Das ist echt krank, ey. Was geht bei ihm eigentlich, Faro? Was zieht er alles? Schon wieder? Ich seh nix, Garvinche. Ach so. Oh mein Gott! Schrotteiken! Garvinche! Keine Schrotteike, sagt er extra noch. Krank, Garvinche mit sogar. What the fuck, Digga? What the fuck, man? Let's go. 15k, komm, noch einen guten. Na guck, jetzt ist die richtige Animation. Aber das ist jetzt Ronaldo. Nee. Hä? Schon wieder einfach. What the fuck, Digga? What the fuck, shit? Also. Warum? Ich hab am Anfang auch gesagt, ich gönne der, aber so langsam auch in die Auge, wie viele Ronaldos da ist, wurde er gezogen, Mann. Jeder hat krank gezogen, außer ich anscheinend, oder was? Hä? Nein. Krank. Warum machen die sowas, Chat? Ey, warum machen die sowas? Okay. Ey, warum machen die sowas? Ich hab jetzt zweimal Ronaldo Untrade gezogen. Der ist mich runter abstoßen, Alter. Zweimal Untrade? Nochmal kommt ein bisschen. Oh mein Gott, okay, das ist echt. Ich hab da Icon! Frankreich! AM! Niemals. Pires! Das ist es, Leute. Und deswegen bin ich wieder angekommen. Niemals. Vor allem, er lacht gerade wegen Noah. Ich lach dich aus, dass du keine Icons ziehst und ich zieh eine. Digga, ich habe ungelogen 2 Icons für nur 9600 Euro. Oh mein Gott. Ich sag ehrlich, haben wir dürfen, glaube ich, sogar mit Abstand für am wenigsten Geld. Und sogar warum kommt die geilen Spieler und Icons und so. Er hat so einen Dachschaden, ne? Aber dann so einen Dachschaden. Es ist so heiß auf einmal. Auf einmal ist es so heiß. Okay. Er hat so einen Dachschaden, ist so krass. Ahmed, mal. Was ist los mit dir? Was essen wir euch? So, Ronaldo oder Neymar oder. Ah, Messi, stimmt, der war noch nicht. Vergessen, gibt's ja auch noch. Krank. 3. Junge, bin ich heute da. Aber kannst du mal kurz Wort aussprechen, aber nicht, ob du bleibst dran. Ja, stopp. Tege. Der Account ist da. Ist so ein Wichser. Ja, okay, bei dem werden ja nur gute Sachen gezogen. Oh, super, ey. Ach, es reicht doch irgendwann. Weiter. Kein über 100k hatte ich. Zum zweiten Mal oder kommt nicht raus? Ich verkaufe wie ein Wichser die ganze Zeit meine Positionsmodifikationsstrecke. Und weißt du, 900. Weißt du, warum das ist genau dein Problem? Die Dinger zu verkaufen, nimm sie mit dem Verein und drück nicht zu gierig. Mach du das mal bitte bei mir. Ich kann das. Ich übernehme eure Packs. Das kann ja nicht wahr sein. Don't do it, ey. Gib mir ein Icon lieber. Info umsonst, sonst. Mein Jäger ist kaputt! Oh mein Gott! What the fuck? Oh mein Gott, was ein Game-Count habe ich denn hier? What the fuck? Pay to win 10.000 Euro, ich seh gar nichts. Ich seh zweimal Ronaldo, einmal fucking Son Info. What the fuck? Ach so, mit Disney ist es sogar noch. Er disst mit direkter Ansage. Okay, Casey, ich verstehe. Oh mein Gott. Jungs. Was zieht Max hier? Warte mal ganz kurz. Es ist noch.
Auch entspannt. Ich check das nicht. Ich check auch das gechillt. Nicht. Ich kann das nicht. 88er, Digga. Oh Gott. Mein Gott. 200k, super. Aber so, ich sag trotzdem gut ehrlich. Stats, ne? Ja, die Karte sieht nicht schlecht aus.